So, hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Nava Nachtschatten Let's Plays and More. Ich hoffe, das ist jetzt ein Let's Play und nicht nur einfach More. Gut, zu dem Thema, wir zocken Rust und die Episoden werden lauten, wer rustet, der rustet. Ich zocke zusammen mit Jehemo, der auch einen Kanal bei YouTube hat, den wird er unten in der Verlinkung finden. Das ist erstmal unser rein provisorisches Haus, hat nicht wirklich viel Arbeit gemacht. Ging eigentlich relativ fix und das nächste Projekt wird lauten Metallhaus C4 ohne uns. So, was wir euch zuerst zeigen ist hier erstmal der untere Bereich, der ist noch relativ leer. Wir wissen noch nicht so wirklich, was wir da hinbauen sollen. Ich denke mal, den werden wir schön beleuchten, also mit viel Lagerfeuer, also Kochstelle würde ich sagen. Da hinten ist die Vorratskammer. Ist noch relativ leer, wird noch voller, das verspreche ich euch. So, Kochstelle habt ihr gesehen. Das ist hier unsere Schmelze, das heißt hier diesen netten Ofen, auf den ich gerade rumklopfe, wird unser Metall geschmelzt für das nächste Projekt. Dann der nächste Bereich ist der Wohnbereich, in dem wir einfach nur hausen, unsere Schlafsäcke haben und spawnen. Der letzte Bereich ist unser Lager. Hier kommen noch überall Metalltüren rein, damit man umso schwerer es hat, mit C4 halt einfach alles in die Luft zu jagen, um an die Beute zu kommen. Munition, C4 selber werden wir ja auch noch irgendwo lagern. Und ja, könnt sehen, ja, wir haben schon ein bisschen was gemacht. Auf jeden Fall wird noch vieles mehr hier geschehen. Und wir werden auch viele weitere Parts nach diesem hier machen. Zum größten Teil kompliziert. Und ich hoffe, es macht euch Spaß, zuzusehen. Und Jemo wird dann natürlich auch Parts von Rust hochladen auf seinen Kanal, damit er dann unterschiedliche Perspektiven habt. Zum Beispiel, wenn ich da lang laufe, könnt ihr dann immer noch das andere Video angucken, was Jemo in der Zwischenzeit gemacht hat. Wir werden immer unterschiedliche Orten farmen, um natürlich das meistmögliche rauszuholen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir alle wieder an denselben Ort rumspringen. Ja, also dann zeige ich euch nochmal kurz mein Zimmer hier. Bett, Schlafsack, eine Werkbank, meine Kiste, ein Lagerfeuer und natürlich ein Ofen. Das heißt, wenn es mal schnell gehen soll, kurz von ausloggen, kann man immer noch irgendwas Nettes basteln. Dann zeige ich euch mal noch Jehemo sein Zimmer. What the fuck? Oh. Jehemo, ich hoffe, wir stören dich jetzt nicht gerade hier bei deinen Spielchen mit der Fackel. Und ja, das ist Jehemo sein Zimmer. Also er hatte schon ein paar mehr Fenster. Ist vielleicht dann nicht so geistreich hier nackt rumzippen. Gut, das ist hier ein PvE-Zuffer. Das wollte ich noch gesagt haben. Das heißt, ihr könnt sehen, wenn ich jetzt Jehemo zum Beispiel... Oh, bleibt mal stehen. In den Kopf hacke. Kein Blut, also er blutet schon, aber er wäre jetzt schon längst tot. So, dann habt ihr das jetzt nun gesehen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, wer rustet, der rostet. Dem, also es werden noch viele weitere Let's Plays auf meinem Kanal erscheinen, nicht nur von Rust, ich habe auch noch andere Projekte im Kopf. Das wird unter anderem betreffen Battlefield 4, wenn ich es laufen kriege, auch Call of Duty Ghost. Und ja, Jemo hat sich schlafen gelegt, das heißt, ja, bevor ich es vergesse, das heißt, wenn er jetzt so da liegt und einfach nur schläft, könnte ich ihn verwunden. Also wenn ich ihn jetzt schlagen würde, würde er Schaden erleiden und nach 3 weiteren Schlägen würde er sogar sterben und würde ganz woanders spawnen. Ja. Hat sich aber schnell ausgezogen. So. Also es werden noch viele weitere Let's Plays folgen
von Projekten wie Loadout, Battlefield, wie gesagt, wenn ich es laufen gehe, dass ich es dabei aufnehmen kann. Natürlich Call of Duty Ghosts und sonstiges, was vielleicht noch später in Planung ist, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Aber es werden noch Videos folgen, die alle kommentiert sein werden. Zum Beispiel auch Counter-Strike, Global Offensiv, halt so das Übliche. Also, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben oder disliked mich oder kommentiert, wie euch gerade ist. Wir freuen uns auf euer Feedback. Auf Wiederschauen!